Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier, beziehungsweise zu einem neuen Let's Play auf Fjordur. Hier irgendwo rennt ein Einhorn rum und das möchte ich zähmen. Level ist mir egal, es ist ein Einhorn, ich will es haben, wenn es mir hier schon in der Nachbarschaft rumrennt. Aber vorher brauche ich unbedingt noch ein paar mehr Karotten, deswegen suche ich gerade die Stelle wieder, wo die Karottenfelder sind und... Eieiei, hier gibt es ja Fleisch gerade fast umsonst. Das müssen wir mal eben ausnutzen. Weil wir haben zwei Dino-Eier am Brüten. Und da können wir alles an Fleisch brauchen, was wir kriegen können. Oh, es waren 130er sogar. Da dürfte ein bisschen was drin sein. Ich würde mich interessieren, mit was der gekämpft hat. Was hat denn da noch? Da hat nichts mehr drin. Oh, da gab es sogar Filet. Sehr schön. Ich höre irgendwas, glaube ich, was irgendwas haut. Bin gerade aber nicht ganz sicher. Petri hat zwei Level. Sehr schön. Ich habe auch ein Level. Das mal eben um, damit das Filet nicht so schnell vergammelt. Und, da ist ein Rex und ein Baryonyx. Auch ein hübscher. Oh, jetzt wollte ich auf die 8 drücken, weil ich da sonst immer mein Fernglas drauf habe, aus Gewohnheit. Dabei habe ich ja noch gar keins. Und das war... Oh nein! Das Gemüse spawnt nicht mehr. Wir müssen mal eben den anderen Spot suchen. Es gab noch einen, so ein Dörfchen quasi. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wo. Aber das werden wir schon finden. Das, ich meine, da gab es auch Karotten. Ich glaube es. Und oben auf irgendeinem Plateau. Aber das kann auch auf der anderen Insel gewesen sein. Gab es auch was. Parallel können wir nochmal Ausschau nach Kristalle halten. Ich glaube, ich weiß sogar, wo Kristall auf jeden Fall ist. Abgesehen von dem Spot, den wir beim letzten Mal gefunden haben. Ich hab da so ein paar Sachen fallen mir mittlerweile wieder ein, die ich schon fast wieder komplett vergessen hatte. Aber ich denke, so nach und nach wird das alles wiederkommen. Schauen wir mal, ob wir den schon öffnen können. Wir sind jetzt mittlerweile irgendwie Level 48, glaube ich. Ja. Und das war ein Araneo-Sattel. Huch, oh Mist, jetzt habe ich den verloren. Den Araneo-Sattel. Den brauchte ich doch so. Aua. Das war ungünstig. Bin ein bisschen blöd gelandet. Und das ohne Ausdauer. Ich muss da echt mehr drauf achten, ne? Aber bei den Petris ist die aber so schnell weg. Apropos Petri, ich habe meinen Baby-Petri jetzt nicht nochmal gefüttert. Aber ich gehe davon aus, dass der mittlerweile aus dem Trog frisst, also halb so wild. Das dürfte funktionieren. Ah, denn das noch. Hier unten ist die Stelle, wo die Dinos waren. Dann ist ja auch gleich die Burg um die Ecke. Genau, die ist da. Wir verschaffen uns einfach mal einen kompletten Überblick. Fliegen einmal nochmal alles ab und gucken mal, da hinten auf dem Plateau könnte was sein. Ja, ich glaube, das ist das eine Dörfchen. Aber ich weiß nicht, ob es da auch Gemüse gab. Bin ich mir gerade unsicher. Aber wir probieren es einfach aus. Dann hoffe ich ja, dass das Einhorn noch da ist. Was ist das? Das Dorf total süß. Eigentlich auch voll der coole Platz, um sich eine Basis zu bauen. Aber ich glaube, die Mauern halten leider nicht alles ab. Und man kann sie halt nicht erweitern. Ne? Das wäre halt so super, wenn das Strukturen wären, die man auch bauen könnte.
Na, hier gibt's kein Gemüse. Das sieht schlecht aus, verdammt. Es gab hier auf jeden Fall irgendwo noch mal einen Platz mit Gemüse. Aber wo? Aber wo? Weil ich meine, ich kann das mit den 11 Karotten, die ich jetzt hier auf der Leiste habe, kann ich es probieren. Bevor ich nichts finde, werde ich das auch machen. Und Tekrex. Aber es kann sein, dass das nicht reicht und mit. Oh, die Ausdauer, verdammt. Und mit Mejos wird das nichts. Hätte den so gern gegessen, den Bronto. Aber ich befürchte, der, genau, wird bereits gegessen. Dann fliegen wir nochmal so ein bisschen kreuz und quer hier rüber. Ich glaube, im Herbstbiom gab es auch irgendwo Gemüse. Einen Gemüsespot. Ich glaube, es gab mehrere, aber die alle wiederzufinden, ne? Das ist die große Schwierigkeit. Vor allem, weil es hier so viele Berge und Täler und so weiter gibt. Ah, guck mal, da ist was. Das könnte es sein. Wo es dann halt schwierig ist, sich an irgendwie einem einzelnen Berg oder so zu orientieren. Also, auch wenn die alle unterschiedlich aussehen, es ist trotzdem. Es sind so viele. Karotten, Kartoffeln gibt es anscheinend auch. Nehmen wir alles mit. Auch wenn wir überwiegend die Möhrchen brauchen. Müssen wir uns merken. Vielleicht markiere ich mir den gleich auf der Karte. Wobei ich glaube, es ging momentan gar nicht bei uns. Irgendwas ist da buggy. Dass man keine Kartenmarkierung machen konnte, zumindest einige. Probier das gleich mal aus, ob das hier auch der Fall ist. Weil hier haben wir alle Gemüsesorten sogar. Zitronen hier auch. Das ist Hammer. Ja, es ist der Hammer. Da brauchen wir schon fast gar nichts anbauen. Klar mache ich irgendwann trotzdem, aber. So ist super. Also Karte. Ich kann es zumindest eingeben. Also wir sind hier bei ungefähr 31, 32 ungefähr und 55 Gemüse im grünen. Es geht. Also die irgendwie, manche konnten das bei uns nicht. Bei mir funktioniert's. Kriegt man eigentlich hier aus den Kisten was raus? Gegrilltes Fleisch, das nehmen wir mit. Muss gleich mal ausmisten, was ich davon mitnehmen kann und was nicht. Gibt's nur Altmetall und Holz? Ich habe eben gedacht, da hängt irgendwas vor. Dass da so Lederdeko oder sowas ist, aber das ist einfach eine Schildkröte gewesen. Eigentlich auch ein sehr geiles Dörfchen, um sich eine Basis einzurichten. So, also Holz packen wir mal weg, das wiegt zu viel. Das Altmetall würde ich gerne behalten, wenn ich es tragen kann, genauso wie den Rest. Aber das ist im Gesamten zu viel. Dann schmeiße ich die Äxte mal weg. Die kann ich neu machen. Genauso wie die Armbrüste. Die wiegen auch ein bisschen. Das Metall kann ich sonst auch wegschmeißen. Muss ich auch. Da ist noch Holz. Ja, muss gehen. Das muss gehen. War sehr schön, dass wir es doch gefunden haben. Ich hatte kurz die Hoffnung schon aufgegeben.
Aber es ist auch ein sehr, sehr süßes Dörfchen. Max. Mach mich schon mal zum Ausdauerregenerieren bereit, ist, glaube ich. Ich mach drei Kreuze, wenn ich einen geimprinteten Petri habe, der ein bisschen Ausdauer hat. Auch wenn wir den erstmal leveln müssen, aber. Mit Imprint ist schon mal ein bisschen besser. Ich hoffe, das mit dem Imprint funktioniert auch. Also, dass er irgendwas haben will, was wir auch schon können. Alternativ kann ich natürlich versuchen, bis dahin an Cryos zu kommen. Aber ich befürchte, dass wir das noch nicht so schnell zusammenkriegen. Bei Obsidian sollte relativ gut auffindbar sein, denke ich mal. Müssen wir nur ein bisschen durch die Gegend klettern. Kristall brauchen wir sowieso. Organisches Polymer können wir gegenüber bei den Kairukos holen. Also sollte eigentlich fast machbar sein, dass wir relativ schnell in Kreis kommen. Wenn wir. Ich weiß, meine Ausdauer ist gleich leer. Das Level haben 51. Ich habe jetzt Level 48, das ist aber bald. Dass wir das Zeug zusammen haben, können wir das. Nein! Sag nicht, die Eier sind weg, weil das Zündpulver leer war. Ich hab die ja nicht. Scheiße. Nein, wie viel Pech kann man denn haben? Wie viel Pech kann man denn haben? Ich war gar nicht lange weg. Zwischen den Folgen. Wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz. Aber da hatte ich das andere Petri-Ei auch rausgeschmissen? Nein. Ey, das war ein. Das war ein 145er-Ei. Verderben. Nee, warte mal, ich habe das in meinem Inventar. Wieso habe ich das in meinem Inventar? Ich war gerade kurz vorm Weinen, aber hier. Da ist es. Wo ist das andere? Es ist es zu kalt? Eigentlich reicht ein so ein Dingen. Das liegt wahrscheinlich nicht richtig drin. Zu kalt. Dann mache ich noch mal eins. Ich dachte eigentlich nur für Wyvern und so weiter braucht man mehr. Brutstation. Boah, bin ich gerade erleichtert, dass das Ding nicht weg ist. Mhm. 31 Minuten, so. Deswegen muss ich das direkt am Anfang schon aufgehoben haben. Aber wo ist das andere? Mal eben den Petri rauszubringen. Sonst kriegen wir den nachher nicht mehr raus. Hier drin ist noch ein bisschen Fleisch. Das ist gut. Dino brütet. Auch gut. Ich werde ihn aber wahrscheinlich in der heutigen Session nicht mehr ganz ausgebrütet kriegen. Wir suchen jetzt aber erstmal das Einhorn. Und der Dino, der läuft uns ja nicht weg. Dann das Ei ja erst wieder einpacken und dann schmeiß ich es beim nächsten Mal raus.
Warte mal, wo habe ich denn hier denn das Einhorn gesehen? Da. Lauf doch nicht auf mich zu. Warte mal, bleib erst mal da. Scheint irgendwie irgendwas um die 80, 90 zu sein. Wenn ich 90er. Zum Metallfarmen auch gar nicht so schlecht. Das trägt bestimmt ein bisschen was. Eigentlich wollte ich einen Cliffhanger draus machen, ob ich das Einhorn kriege oder nicht. Wobei wir das ja theoretisch letzte Folge schon hatten. Aber das machen wir jetzt zu Ende. Lasst euch nicht leiden. Geht ja hoffentlich relativ flott, weil es nicht ganz so groß ist und weil wir die Möhrchen haben. Ui. Das hätte ich für das fast gar nicht mitgekriegt, weil der Galli, weil ich so von dem Galli abgelenkt war. Mein Petri-Pfeifen eigentlich. Nicht ins Wasser. Sehr gut. Feines Einhorn. So, ich kann gar nicht meinen Petri pfeifen, wenn ich auf dem einen Horn sitze, weil das noch nicht gezähmt ist. Dann folgt er immer dem Tier. Nicht da rein. Nicht da rein. Oh. Pass auf, wir waren letztens voll viele Alphas. 99%, das war so klar. Jetzt kriege ich langsam schwitzige Finger. Wir haben ein Einhorn. Genau, zum Farmen und so ist das gar nicht so verkehrt. Ganz schnell in die Basis bringen, wo es sicher ist. Einigermaßen sicher. Dann haben wir zumindest Spikes. Nice! Wir haben's. Und ich wette, ihr habt alle nicht an mich geglaubt, dass wir es kriegen. Ich habe ein Einhorn. Und es ist süß. Na, habt ihr einen Namensvorschlag dafür? Eigentlich müsste was eine Rose anmalen. Eigentlich. Nur eigentlich. Du brauchst in der Stunde 17 Imprint. Das muss ich mir merken. Da muss ich reinschauen. Und der braucht noch eine halbe Stunde. Lass ich noch ein bisschen runterbrüten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann endlich hoffentlich mal Kristall holen, damit wir uns Wasserglas und Fernglas bauen können. Und vielleicht dann auch ein. Vielleicht kriegen wir dann auch ein Dino-Baby. Wir werden mal sehen. Ne? Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen, danke für alle Daumen hoch, danke für alle Kommentare und ja, einfach danke fürs Dasein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bis morgen. Ciao, ciao.